Und weiter geht's hier bei die Sims 3. Ja, unser Matteo macht die ganze Zeit Fotos von unserer Ashley. Zeig mal ein lustiges Video her, komm. Und nee, du bist nicht müde, du hast jetzt eine Party. Cheyenne hat Keller. Ja, das fängt schon gut an. Wir hatten ja schon das Feuer. Ja, die Leute haben uns wenigstens was vorbeigebracht. Also, wenn wir das mal wegstellen, aufräumen, den Kühlschrank stellen, immerhin haben wir was zu essen bekommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Spiel mit Matteo spielen. Naja, immerhin war es eine Party. Besser ist gar nichts. Und es regnet schon wieder. Ah. Dann legen wir uns schlafen. Und laden morgen den Matteo zu uns ein. So machen wir das. Smartphone, Sim anrufen, nach Hause einladen. Das soll sie dann gleich machen, wenn sie aufsteht. So, ich habe vergessen, den Timer zu stellen. So. Und ein Gewitter geht hier ab, ne? Wir müssen hier mal wieder Wäsche aufräumen. Danach mal Wäsche waschen und saubere Wäsche holen. Da wir beide keine Wäsche mehr. Das wäre ja schlimm. So geht das. Musik könnten wir auch mal. Obwohl, ne, die könnten wir eigentlich eingeschalten lassen. Solange es unsere Ashley hier nicht stört, können wir das ruhig anlassen. So, am besten jetzt bald mal aufstehen. Mann, voll die Schlafmütze. Irgendwie passen die Möbel zwar zusammen, aber irgendwie ist das hier die falsche Farbe. Obwohl das Braun mir besser gefällt als das hier. Naja. Natürlich Matteo. Und wir halten eine Textnachricht. Hat die gerade eine Brille aufgesetzt? Hat er keine Lust? Ja, dann halt nicht. Dann bleibst du halt zu Hause. Naja, das werde ich aber ein bisschen runterdrehen. Ja, dann halt nicht. Ach, schön, wenn eine. Ach so, wir haben da auch noch Wäsche drin, oder wie? Hallo? Was ist mit der verkehrt? Soll ich das irgendwo hinstellen, sondern waschen? Und jetzt waschen. Irgendwann wird sie wohl waschen gehen, oder? Okay, ist das gerade ein Bug oder irgendwie so? Naja, ich verstehe es gerade nicht. So, das heißt, ich immer schnell essen und danach rangehen. Irgendwas war da gerade mit Arbeit. Naja. Das habe ich jetzt einfach übersehen, mal. Haben wir halt heute nichts zu tun. Obwohl, hier gibt es ja auch irgendwie einen Punkt. Zur Arbeit gehen, oder? Gibt's das nicht mehr?
Naja, verstehst du manches hier nicht. So, aufräumen und dann Smartphone, SIM anrufen, nach Hause einladen. So, da musste ich niesen. Ja, unsere Matteo, wen sonst? Wen sollten wir sonst anrufen? Tut mir leid, ich habe kein Fedora, doch in 5 Stunden nochmal. Ja, dann halt dir die Ohren zu. Halt sie dir einfach zu. Hat ihren wöchentlichen Lohn von 764 Simoleons erhalten. Setzt ja die gute Arbeit fort. Wir haben ja so viel gemacht, echt? Ich bin begeistert. Ja. Gut, dann trainieren wir mal schweißfrei, ohne müde zu werden, wenn du die Kräfte einteilst. Ja, trainiere einfach mal. Doch mal ein bisschen schneller, natürlich. Weil es dauert das hier Stunden. Dann können wir in einer Folge nur trainieren. Das wäre ein bisschen doof. Glückwunsch, wurde vom Stadtrat Anerkennung Mund-zu-Mund-Beatmerin verliehen. Sehr wichtig, die Grundlagen, bla bla bla. Wir wurden befördert. Sehr schön. In 5 Stunden, das ist dann eh bald, wenn sie fertig trainiert ist. Und dann können wir ihn nochmal einladen. Mal schauen, ob er dann kommen will. Nächstes Level. Sehr schön. Und jetzt ist sie K.O. und gehört unter die Dusche. So können wir unsere Materie nicht unter die Augen treten. Das geht nicht. Nee, 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 nee. So geht das nicht. Sie duscht dich doch gerade. Da, da, da. Ba, 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 ba. Ja, so höre ich mich auch manchmal unter der Dusche an. Aber nur ab und zu mal. Alltag 1. Und Smartphone. Simon rufen nach Hause einladen. Jetzt machen wir das gleiche nochmal. Habe ich jetzt 2 eingeladen? Haus einladen. So, so. Fähigkeit Charisma lernen. Wer kommt denn da? Gut, dass er rüberkommt. Und dann geht sie wieder. Alter, wer ist denn das? Ich hab dir nicht erlaubt reinzukommen. Wegschauen, ich kann jetzt einfach da reingehen. Was ist mit der los? Zazo, Zazo. Tschüss. In welcher Gruppe ist sie drin? Ah ja. Abschließen. Sie müssen für diese Türe festlegen.
Eigentlich wollte ich ihn ja nach drin bitten, aber okay. Glarb. Nizza. Minnel. Kenzu Bazinuti. Mezel. Listeni. Nippablu. Sabin Ray. Quirk. Können wir denn irgendwie freundlich? Mehr Schutzversprechen, Rettungsgeschichte erzählen. Mann, oh Mann. Mal gucken. Wenn wir ihn können, aber nicht das Recht geben, dass er reingeht. Aha. Sie erzählt ihm gerade die Geschichte von einem großen weißen Hai. Ja. Und dann hat der so laut geschrien und der Hai kam immer näher. Und dann bin ich rein und habe ihn gerettet. Genau. Wegscheuen, gemein, freundlich. Fragen, wie lange Sim ausgeblieben ist. Wieso sollten wir ihn das fragen? Ja, also die Farbe Violett, da kann man echt stundenlang drüber reden, ne? Ja. Wer ist, glaub ich, zählig? Wir haben den ja gar nicht von unserer Tattoo erzählt. Können wir das auch mal? Lustig. Nee. Freundlich, prallen, bewundern, freundschaftlich umarmen, ausschlafen, schön mal kennenlernen, möchtest du übernachten? Ja, fragen wir das einfach mal. Bitten einzuziehen. Ja klar, wieder da schlafen, ne? Na endlich geht er wenigstens mal nach drinnen. So, dann kann ich hier mal die abschließen. Alle außer mir. Können jetzt alle raus außer ich, oder? Naja. Sitzen. Jetzt machen wir auf die Couch. So, was gucken die denn jetzt? Sieht aus wie Twilight. Achso, da spielt gerade was. Ich möchte nicht trainieren. Oh, schön. Hey. Einladen zu knuddeln. Sitzen. Und dann einladen zu knurren. Und dann können wir da nirgendwo umschalten. Zufrieden auf Lebenszeit, bla bla bla. So, Fernsehen, Wetterbericht anschauen. Auf Sofa knuddeln. Schau, jetzt steht das schon wieder auf. Was macht er denn da? Ja, mach nur. Schau dir halt lieber die Fische an. Sollen wir ihn küssen? Ja. Machen wir einfach mal. Ich hab wieder, ich brauch so Herzchen und. Ja. Das machen wir jetzt einfach. Vor der Kulisse hier. Hi. Nee. Was denn? Mann, Aber übernachten wirst du schon, ne? Mann. Wieso sollten wir uns dafür entschuldigen?
Da ist komisch. Können wir da nicht weiter hin? Was geht denn ab auf dem Fu- auf... Fahr ein bisschen schnell, ne? So, romantisch, Blumen geben, verliebt umarmen. Ja, ja, Hauptsache, das lässt dazu, ja. War ja klar. Mann, oh Mann, oh Mann. Bisschen flirten hier. Super. Klasse. Schon mal klar, dass du auf der Couch schlafen kannst, ne? So, was ist da für ein Horoskop? Er ist wieder. Ist ja nicht schlecht. Film gucken. Wie viel Grad hat's draußen? 18 Grad. Ja, das ist echt schön. Wasserrutsche, wie sie kaufen. Film gucken. Na denn? Mal schauen, was in der Nacht noch passiert. So, um ist sie ja noch nicht. Gut, dann erstmal, sie muss aufs Klo, ja. Und wir verabschieden uns damit hier mal und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.